Ja. Gab's doch mal einen Ladewagen, der vorne davor wie so ein Schwarte hatte. Meinst du, ich finde das Sau-Ding? Das ging doch nicht mehr. Bin nämlich schön für Ladewagen aufsammeln bei dem Cosplay. Ja. Wo ist Butter, wenn wir ihn brauchen? Ja, ich glaube, der macht auch nichts mehr. Wo waren wir schon? Da unten geht's auch weiter. Blau hat man hier. Okay. Ups. Ah! Das war knapp. Das Ding ein bisschen verfehlt. Das ist ja gar nicht. Ein klein wenig hatte ich es verfehlt, ja. Ich es so liebe, wenn das einfach rutscht. Dass den Case im Motor natürlich. Weißt du, ob der mit Cursplay funktioniert? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich hab schon öfters Fahrzeuge gehabt, die mit Cursplay nicht funktionieren. Ja. Für die Kasper-Köppe muss man nämlich keine Munition verschwenden. Den kannst du einfach so gegen Arsch treten, das reicht schon. Den Ertrag von einer Frucht muss ich auf der Map ändern, gell? Jo. Ja, das wäre mal ein Experiment wert. Ist doch ganz einfach, du brauchst doch gesagt, keine 2 Kilo Hack. Du musst einfach die 400 Frikadellen durch die 2 Kilo teilen
da draußen hast du dann eine Frikadelle. Genau. Da weißt du, wie groß sie sind. So Stecknadelkopfgröße oder so. Ne, das ist ein Insider, den genau in der Grund muss ich dir mal bei Gelegenheit offstream erklären. Ja doch, ich weiß das. Achso, okay, hast du mitgekriegt damals. Ja. Okay, das wären 5 Gramm pro Frikadelle. Ganz einfaches Bruchrechnen, ne? Ja, genau. Gasachse und durch den Reifen. Dieser Schlepper eigentlich, der liegt jetzt hier von. Das sieht doch gut aus. Dämonische Bedrohung reduziert um 25%. Ach, läuft. Na, ist dir warm? Das sieht's. Sehr lustig, oder? Noch mal fragen. Ich glaube, wir müssen lieber mal. Oder vielleicht auch schon früher, ich weiß es nicht. Nee, noch nicht. Genau, was für Zahnlücken, da hast du recht. Hey, yep. So. Ah, da oben gibt es noch Secrets. Gut. Jetzt gewöhne ich mir das auch schon an. Wenn unser einer Dozent nicht mehr weiter weiß, sagt er immer, gut. Das ist doch gut. Und das nervt immer. Und mittlerweile wissen wir schon genau, wenn er fertig ist und er fängt an, gut. Dann sagen wir alle irgendwie gut. Und, ja, der wird auch öfters mal von uns ein bisschen verarscht. Vielleicht. Aber der ist auch ein bisschen dämlich, der Mann, also das ist schon. Vielleicht auch nichts dafür. Nö, ja nicht, aber besser macht's das auch nicht. Paulus, der Universalschnüffler. Ja, schon seit Ewigkeit Zeiten und ist und bleibt der Dauerbrenner, ne, das Ding. Scheiße, ich müsste diese blöde Karte mal finden, hab ich. Ja, aber jetzt glücklich auf ihre Una. Ja. Verkehrt. Ja, wem es gefällt, ne? Ich würde ja auch hier die Blessed Valley mit zweimal spielen. Da hätte es aber was zu tun. Kürzberg kann doch. Halt.
Da ist sie doch. Die gelbe Karte. Schon mal. So, irgendwie muss ich da oben drauf kommen. Ja, ernsthaft? Schafft das der Taurus auch nicht? Was denn? Diese kleinen Berge. Na gut. Kennst du die Berge bei der Pleasant Valley? Jo. Ja, der Taurus steht. Okay. Oh oh. Nicht gut. So. Autschen, autschen, das hat eben wehgetan. Der war... So, das war die gelbe Karte. Der kann ich hier drüben rein. Ich kann am Eis. Konzentration und Engagement. Ich habe was gefunden. Haha. Was haben wir denn neu? Monster, Höllenschinder. Okay. Irgendwie durch.